Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück in Big Empty, Fallout New Vegas. Und das Auge habe ich noch nie zuvor gesehen, das ist ja gruselig. Sieht ein bisschen so aus wie das Auge von Naruto, ne? Holy shitaroli, aber egal. Wir wollten heute nochmal mit den anderen Figuren sprechen, die hier herumhausen. Ich glaube, einer war da oben, ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Wir haben auf jeden Fall Dr. 8 und Dr. Burrows haben wir durch. Die ersten zwei. Dann gucken wir mal, wo die anderen rumhängen. Wieso ist das verschlossen? Was versteckt sich dahinter? Mentals! Right away, Strahlenresistenzanzug nehmen wir mit. Wir können zwar nicht mehr viel tragen, aber wir sind sowieso gleich neben unserem Zuhause. Ja, ich habe das schon in der letzten Folge vergessen. Ich weiß gar nicht, wie oft das in der letzten Folge aufgeploppt ist. Vielleicht nur ein, zwei Mal. Hoffentlich. War nur Glück, weil wir wahrscheinlich in einer guten Uhrzeit an einem Sonntag aufnehmen. Und ich drücke 30.000 Mal die falschen Tasten. Ah, Voreinstellung, Online-Status, beschäftigt. So, nochmal sicherstellen, dass mir keiner Nachrichten geschrieben hat. Gut. So. Wissenschaftlerhandschuh. Können zwar jetzt nichts mehr tragen, aber es macht nichts. Können ja immer noch ein paar Sachen reparieren, ne, Freunde? Alles gar kein Problem. Boah, Kriegsgeld nehmen wir mit. Was haben wir da? Mantis, 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 Mantis. Alles voller Mantis. Und Stange Zigaretten. So, Zeit, ein paar Sachen zusammen zu reparieren. Wo haben wir denn hier ein bisschen was? Kleidung, ne? Kleidung. Warte, dann reparieren wir doch am liebsten den hier. So. Haben wir schon mal zwei gespart. Und hier haben wir auch noch mal ein bisschen was gespart. So, und können wir wieder rumlaufen. Bei dem waren wir schon, ne? Ich glaube, das war 8. Das war 8, das war Boros. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich auch noch mal die anderen zwei. Und in der Mitte ist dann der Chef des Ganzen. Mal schauen wir uns hier erstmal noch mal ein bisschen um, ne? Kann ja nicht schaden, noch OP-Schlauch mitzunehmen, Skalpell, leere Spritze, Schere war jetzt unnötig, aber gut. Patronen. Altmetall. Ja, wir sind überladen. Was auch sonst? Haben wir eigentlich irgendwelche Scheiße dabei? Elektroschrott zum Beispiel. Altmetall, tschüss. Wir kommen später hier zurück und holen das Altmetall wieder. Wenn sowieso nochmal herkommen müssen. Von daher macht das nichts. Gut, hier ist nur Scheiß anscheinend. Eine fette Truhe. Mit Scheiße drin. In den größten Dingern sind immer nur Scheiße. Ist alles nur Verarsche. Ich weiß, dass ich verkrüppelt bin. Danke für die Information. Ich glaube, hier wohnt die Tussi. Brille und Vorkriegshut. Sie steht anscheinend auf Klamotten von Menschen. Man merkt auf jeden Fall, dass sie vorher mal eine Frau war. Ja. Werden wir beobachtet? So, hier haben wir nochmal eine schicke Truhe mit. Leeres Elektronenakku. Ansonsten Scheiße. Was haben wir hier noch drinne? Wohl Klebeband. Ja, können wir noch mitnehmen, ne? Können wir noch mitnehmen. Alles ist gut. Ja, damit hatten wir das hier auf jeden Fall erledigt. Und können hier runter zu den letzten beiden, die wir noch vor Dr. Klein machen müssen. Ach komm, scheiß auf Mentats, davon haben wir genug. Das Neueste vom Tage. Sprechender Lobotomit erreicht Denkfabrik. Seine Absicht? Unbekannt. Unbestimmt. Seine Anwesenheit hier? Unmöglich. Ich glaube, Sie meinen unmöglich. Oh, sieh an. Der Lobotomit ist Meister der lexikalen Künste. Hat er womöglich einen Doktortitel in Verbologie? Nein? Ich schon. Und Eilmeldung.
Was sehen meine Augenmonitore? Ist das Robco-Technik an Ihrem Arm? Tatsächlich? Wie können Sie es wagen, so etwas anzuschleppen? Irgendein Problem mit Robco? Wie können Sie es wagen, Robco-Technik hier anzuschleppen? Und auch noch angeben wollen, wie großartig Robert House und seine tolle Firma waren. Oh, unsere Securitrons sind tausendmal besser als die von Big MT und sie halten tausendmal länger. Seien Sie froh, dass ich keine Hände habe, um Ihnen diesen Stepboy vom Arm zu reißen und keine Füße, um ihn genüsslich zu zertreten. Robco ist von House, von Dr. House? Dr. House sag ich schon. Von Mr. House? Oha. Ich glaube, ich beunruhige Sie besser nicht damit, was House und die Roboter seitdem getan haben. Mich sorgen wegen Haus. Warum sollte ich? Hoffentlich ist er ganz allein in einem dunklen, schäbigen Kämmerlein verreckt. Und mit ihm seine verruchten Bottussis. Diese schmuddeligen biologischen Fanghandschuhe. Deswegen hat er ein Bild von Haus bei sich im Haus. Hört sich ein bisschen komisch an. Bei sich in der Bude. Schön langsam, ich wollte nur ein paar Fragen stellen. Na schön. Fragen Sie. Was machen Sie hier? Alles, was mit Robotern zu tun hat. Wenn Sie einen Roboter sehen, dann ist er von mir. Ein Roboter in Einzelteilen, von mir auseinandergenommen. Ich habe ein Händchen für Maschinen. Ich kann sie alle außer Betrieb setzen und in einem nicht funktionsfähigen Zustand erhalten. Das klingt nicht besonders beeindruckend, Maschinen kaputt machen. Ach, meinen Sie? Warten Sie nur, bis eine funktionstüchtige Maschine Sie bedroht, dann werden Sie mich noch herbeisehen. Haben Sie einen anderen Namen? Habe ich, ja. Er lautete nicht immer O. Ich habe ihn standardmäßig angenommen, denn so ist es einfach leichter, einen Fehler einzugestehen. Dazu möchte ich nichts sagen. Das ist ein Wunderpunkt, der mein Gel gerinnen lässt. Oh, haben Sie wieder einen Fehler gemacht? Was Namen bedeuten? Sicher, ich bin ein guter Zuhörer. Hab die richtigen Ohren dafür. Prima, Psychologie. Eindeutig die schlimmste aller Wissenschaften. Gleich nach Kolosko-Diaristik. Okay, mein Name war und ist nicht O. Es war irgendwas Rundes und ein einzelnes Zeichen. Eine Ziffer, aber nicht O. Aber auch mit verbesserten Sensoren hat es niemand hinbekommen. Es kam immer nur der Buchstabe, niemals die Zahl. Wenn es eine Zahl war, dann würde ich mal schätzen, dass es Dr. Null war. Aber gut, steht ja sowieso gerade. Wenn Sie Ihre Buchstaben mit einer Zahl verwechselt haben, dann ist Ihr Name Dr. O. Dr. Null. Jawohl, danke sehr. Null. Ich bin Null. Ist das so schwer? Eine schmale, dünne Null. Tja. Ich weiß nicht. O klingt viel beeindruckender. Mein Name ist Null. Ich bin stolz darauf, klar? Er bekommt einfach nicht die Anerkennung, die er verdient. Nein. In Wahrheit hänge ich gar nicht so an dem Namen. Mir geht es nur darum, dass die Leute den Unterschied begreifen. Es ist nur, beide sind so rund und leer. Bei einem Monitorscan heißt es dann immer, ach, das ist O. Einmal Vivisektion, bitte. Oh, mir fehlt Intelligenz. Nun, Null und O. Ich brauche ein Level-Up. Shit. Shit. Naja. Ich wollte mit Ihnen über Ihre Namen sprechen. Erzählen Sie mir von Möbius und seinen Monstern. Möbius, dem Genie, ist es gelungen, aus Ersatzteilen beeindruckende Roboskorpione zu basteln. Sogar einen Anstrich hat er ihnen verpasst. Habe versucht, sie auseinanderzunehmen. Aber jedes Mal fliegen sie mir granatenmäßig um die Ohren. Und ich trage Verbrennung davon. Jedes Mal. Angeblich hat er sogar noch größere Modelle. Sogar einen gigantischen Roboskorpion. Irgendwo in der verbotenen Zone. Na klar, ein riesiges Monster. Ein gigantischer Roboter-Skorpion? Tja, verrückt was. Wie aus einem uralten Science-Fiction-Film. Lächerlich und wenig wahrscheinlich. Aha. Können Sie mir etwas über diese Einrichtung erzählen? Big MT war ursprünglich nur ein Berg.
Aber dann kam es zu einem kleinen Missgeschick. Jetzt ist er ein Krater und die Kuppel liegt offen. Verstehen Sie mich nicht falsch. So wirkt der Nachthimmel wie ein Planetarium. Und all diese Spektren erst so entspannend. Okay. Ich brauche mehr wertlose Deckel, um die Handelsfunktion der ZIE oben zu testen. Vielleicht habe ich noch ein paar. Lassen Sie mich nachsehen. Ja, unter den Monitoren waren noch ein paar. Bitte sehr. Ja. Hilft, Ordnung zu halten. 50, ach komm. Viel mehr. Also dann. Gut, der hat nicht mehr viel zu quatschen, weil wir halt nicht genug Intelligenz haben. Können wir irgendwie unsere Intelligenz verbessern irgendwie? Ist das möglich? Hilfsmittel. Intelligenz. Ausdauer, Stärke. Wissenschaft. Ja. Ah. Wenn Sie zwischen O und 0 unterscheiden wollen, ziehen Sie doch einfach einen Strich durch die 0. Was? Ja, 0. Ziehen Sie einen Strich durch. Habe ich einen Gehirnstrahl abbekommen? Genial! Ich meine, auf die Idee wäre ich natürlich selbst auch gekommen. Irgendwann. Ach, was soll's? Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich komme nämlich auf gar nichts. Ich bin total nutzlos. Nein. Das ist es also, was Sie sein wollen? Richtig. Zumindest war der alte Name unstrittig. Oh, klingt eher nach Verwunderung. Oh, da bin ich in etwas reingetreten. Nun, Null ist mächtig. Es reduziert alles, was damit multipliziert wird, zu Null. Sie haben vollkommen recht. Auch die Multiplikation des Todes genannt. Spitze, echt? Zerstörer von Zahlen? Ich mache schon aus jedem Roboter, den ich studiere, einen Trümmerhaufen. Warum nicht auch aus Grundrechenarten? Ihre Lösung gefällt mir. Mit so einem Strich könnte ich mich hervortun. Wenn ich es denn wollte. Die größte Null der Denkfabrik. Niemand wird ihm entgehen können. Dem Strich durch die Mitte. Danke, mit Ihnen zu reden hat wirklich so einiges an Frustration gelöst. Reden? Was für eine primitive Form des Gedankenaustauschs. Also Null, haben Sie irgendwelche erstaunlichen Entdeckungen, die Sie mir mitteilen wollen? Wissen Sie, meinen Namen so zu hören? Ich muss sagen, das wirkt angenehm entmagnetisierend auf meine Bildschirme. Was Entdeckungen angeht, tja, natürlich. Sehen Sie nur, eben gerade gebaut. Erbaulich, nicht wahr? Zwei Elektroschrott. Ah gut, zwei Altmetall. Aber das war's. Sieht aus wie Müll. Diese Entdeckung übersteigt Ihren Horizont um Kilometer. Ich versuche es gar nicht erst schön zu reden. Ich habe einen der Monitore kaputt gemacht und diese Innereien hier kamen einfach herausgepurzelt. Könnten Sie mir das aufbewahren bis... Naja, bis in alle Ewigkeit wäre mir sehr recht. Na gut. Gehen wir mal zu der Tussi. Sie sind ein ungewöhnliches Exemplar. Einfach so frech in die mächtige Weite der Denkfabrik zu laufen. Furchtlos und stolz wie ein Teddybär. Zwischen ihren höheren Hirnfunktionen und ihres angstinduzierten Harndrangs dürfen sich Lobotomisierte uns nicht nähern oder gar mit uns sprechen. Und doch haben sie keine Angst vor mir. Ihre Epidermis durchflutet von Blut, das geschmolzene Plasma darunter, ihr Gesicht verzerrt von Ausdruck. Werden Sie mir nachgeben? Ein paar Worte sagen? Drehen Sie sich bitte zum Monitor, dass ich dies zur späteren Auswertung aufzeichnen kann. Der flinke Gelehrte schlug den trägen Paladin? Ja, ja, machen Sie weiter. Zu sehen, wie Ihre Lippen und Ihr Mund die Worte formen, gleichsam abscheulich und irgendwie
Wie fühlt sich das an, wenn sich das Fleisch in ihrem Mund so bewegt? Jeden Muskel zu kontrollieren. Und die Zunge. Als hätte man einen Fisch oder eine extrem gewandte, sich räkelnde und windende Schnecke in seiner Mundhöhle. Oh Gott. Ich konnte nicht umhin, ihre Faszination am menschlichen Körper zu bemerken. Was? Unsinn. Augen schließen, tief einatmen und dann Klangwald ausstrecken. Umdrehen und laut niesen, dann langsam an der Nase kratzen. Die Hände an den Seiten des Gesichts vorbei bewegen und dann schnell, wir nehmen mal das hier, das klingt am widerlichsten. Umdrehen und laut niesen und dann langsam an der Nase kratzen. Was? Was machen Sie da? Die Hände an den Seiten des Gesichts vorbei bewegen, dann schnell ausatmen. Hören Sie auf. Warum zwingen Sie mich an dieser schmutzigen Formografie teilzuhaben? Genug. Ich bin bereits gefesselt. Sie haben mich ausreichend durchdrungen. Ich weiß nicht, was es mit der Biologie der Lobotomisierten auf sich hat. Sie infiziert meine Gedanken. Diese ganze Haut, Muskeln und Gewebe. Warum lassen Sie es nicht geschehen? Es ist nicht falsch daran, den menschlichen Körper anzusehen. Vielleicht hat das, was Sie sagen, doch einen Wert. Ich mochte es sehr zu atmen, vor langer Zeit. Ich kann jederzeit wiederkommen und einfach nur atmen, wenn Sie das wollen. Das würden Sie tun. Ich schäme mich und doch bin ich gebannt. Gönnen Sie mir zwischendurch etwas Ruhe, sonst läuft mein Gel vielleicht über. Wenn Sie bereit sind, werde ich Sie Radar scannen. Langsam. Burbel, burbel. Blub, blub, blub. Blob. Ich glaube, sie hat einen Orgasmus. Blob. Das letzte kleine bisschen. Danke, Lobotomit. Bitte kommen Sie später zu weiteren Studien wieder, wenn ich ausgeruht bin. Ich bin gerade ein wenig empfindlich. Ich glaube, das muss echt der Horror für jeden Nerd sein, der noch nie eine Freundin hatte. Warum haben Sie mein Gehirn entfernt und wie? Oh, das Entfernen ist eine einfache Prozedur. Nun ja, die Komplikationen für Herz und Rückenmark außer Acht gelassen. Aber wenn Herz und Rückenmark erst weg sind, keine Probleme. Subjekt festschnallen, ein Lasereinschnitt um den Schädel herum. Knack, schnipp, fertig. Das Hirn ist endlich vom Hautmantel befreit, der automatisiert wird und zu Aufräumarbeiten im Big MT verbleibt. Lobotomisierte. Mit Ihnen jedoch stimmt definitiv etwas nicht. Wir hatten noch nie einen Lobotomit, der weiter gesprochen hat, nachdem er lobotomisiert wurde. Ich bin erleichtert, dass das Beruhigungsfeld aktiv ist. Sonst müsste ich meinen Kollegen meine Besorgnis wegen der Sicherheitsprotokolle mitteilen. Wie kommt es, dass ich immer noch laufen und sprechen kann? Das ist eine gute Frage. Meine Theorie ist, dass die Tesla-Spulen in ihrer Hirnschale noch irgendwie mit ihrem Gehirn verbunden sind. Es könnte wirklich überall sein. Hirne sind sehr viel klüger, als ihnen die meisten Forscher zugestehen. Wir haben noch immer ihr Herz und Rückenmark. Sollten Sie Ihr Gehirn finden, wohin auch immer es geschlurft ist, könnten Sie wieder ein Mensch werden. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Aber mein kleiner Bär der Teddyhaftigkeit. Ich bin Dr. Dala, erste Hauptforschungsleiterin für Mineralogie und Medizin.
Ich habe 211 Doktortitel in beiden Wissenschaften und Techniken, diese anzuwenden. Ich habe zudem einen Abschluss in Neugier und höherer Neugier. Doch wenn möglich, ziehe ich Feldforschung und Beobachten dem Studieren von Holobändern vor. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen, besonders jetzt. Ich bin Experte in Humanologie und Lobotomietverhalten hier im Big MT. Meine Forschung ist keine Formografie. Sie dient wissenschaftlichen Zwecken. 211 Doktortitel. Wie ist das denn möglich? Wir erschaffen hier im Big Mountain nicht nur wissenschaftliche Wunder, sondern auch neue Wissenschaften. Alles kann quantisiert, kategorisiert und seziert werden, bis jede Gruppe gruppierbar oder partitionierbar gemacht wurde. Oberster Hauptforschungsleiter, das sind eine Menge Titel. Was ist denn in der Hierarchie schon ein Name ohne Titel oder ein Suffix? Es ist eine bleibende Bewertung von Persönlichkeit und Bedeutung. Für uns ginge es nicht ohne. Sie müssen sich doch der Bedeutung solcher Zusätze bewusst sein, ebenso wie Sie sicher selbst über einen Titel verfügen. Ja, man nennt mich manchmal der Kurier. Oh, ein Postbote. Ein Lieferjunge, der Pakete von Ort zu Ort trägt, indem er seine primitiven Füße oder ähnliche Beförderungsmittel verwendet. Sie sind der zweite, den ich kürzlich getroffen habe. Sehr verschiedene Exemplare. Okay, jetzt wird's interessant. Es gab noch einen Kurier? Natürlich. Sie sind doch auch anderen auf ihren Reisen begegnet. Dieser kannte auch andere Kuriere, allerdings scheinbar nicht den richtigen. Er stellte uns viele Fragen, darunter eine sehr verblüffende. Wir mussten dieses Segment aus Sicherheitsgründen aus unseren Speicherbänken löschen. Verdammt! Wie war die Frage? Weder weiß ich das, noch sollten wir versuchen, darauf zuzugreifen. Vielleicht hat Dr. Klein die Logdateien. Meiner Einschätzung nach sollten Sie es dabei belassen. Ich glaube nicht, dass Klein dieses Gespräch als sehr zufriedenstellend in Erinnerung hat. Wir müssen ihn dennoch fragen. Er kam und ging. Hier fühle ich mich so seltsam, friedvoll, aber angespannt. Die Beruhigungsfeldemitter senden ein Signal in die Leere ihres Schädels. Ohne ihr Hirn wird ihre Aggression hier unterdrückt. Kann man es irgendwie abstellen? Warum sollten Sie das wollen? Sie könnten sich Ihren Hormonen ergeben und Ihre Uraggressionen an mir ausleben. An uns. Wieder und wieder. Dann müsste ich die Gefallen erwidern, meine Vivisektoren aktivieren und Sie zärtlich von hinten lobotomisieren. Etwas, das ich nur ungern tun würde. Nein. Der einzige Weg, das Feld zu umgehen, ist, ein Gehirn zu besitzen. Und das haben wir entnommen, wie bei allen Lobotomisierten hier. Das heißt, mit einem Hirn dürften wir sie verprügeln? Okay. Können Sie mir etwas über Dr. Mobius erzählen? Dr. Mobius. Ein monströses Hirn, durchzogen von den Falten tausender Bosheiten, mit einem neiderfüllten Auge, das die Welt erkennt. Aus der Denkfabrik wegen Verbrechen verbannt, die zu abscheulich sind, um sie aufzuzeichnen. Und wegen Differenzen bezüglich der Forschungsmethoden. Sein furchtbares Auge starrt uns stets prüfend von der Kuppel in der verbotenen Zone aus an. Spioniert uns allen nach. Mit steigender Vergrößerung. Okay, die sind alle so ein bisschen paranoid, habe ich so ein Gefühl. Ich verstehe nicht, wie uns die Technologie, die Klein will, helfen soll. Es wird alles klar werden. Wenn nicht, werden wir zumindest die Technologie hier in der Kuppel haben. Dort, wo alle Technologie hingehört. Wenn wir alle Technologie haben, alle Antworten, können wir sie mit der Welt teilen. Alles wird in Ordnung sein. Und alles wird wie Big MT sein. Oh Gott. Okay, können Sie mir etwas über die große Leere, Big Mountain erzählen? Dieser Berg,
jetzt Krater, umfasst die Summe des gesamten Wissens der Menschheit. Er heißt Big MT, wo alle Fragen Antworten finden. Sie werden sehen, egal was die Frage ist, Big MT liefert die Antwort, wie er es für so viele vor Ihnen getan hat. Vorherige Testsubjekte? Oh ja, wir hatten Besuch von anderen Subjekten. Deshalb mussten wir das Beruhigungsfeld kalibrieren und die Hirnstrahlen und Vivisektoren aufwärmen. Erst vor kurzem kamen 3-1 Subjekte an. Sie haben verschiedene Experimente ruiniert und sogar 2 von uns verwundet. Es ist eine Schande, dass sie ihre Gehirne mitgenommen haben. Bei ihnen haben wir jedoch Maßnahmen ergriffen, dieses Problem zu unterbinden. Wir haben sie so konditioniert, dass sie weder über diesen Ort und seine Geheimnisse sprechen, noch sich gegen uns wenden können. Ist das nicht schön? Total. Warum haben sie vorher 3-1 Subjekte gesagt? 3-1 ist 2. 2 sprachen mit uns. Nacheinander. Einer gemein, einer neugierig. Aber es gab einen dritten, mit dem wir nicht sprachen. Dieser ist -1. Er wurde traumatisiert und wird jetzt in einer unserer medizinischen Einrichtungen enttraumatisiert. Eine unschöne Prozedur. Was ist mit den Besuchern passiert? Fragen Sie Dr. O. Und Sie hätten einst 8 fragen können, bis er bei dem Angriff ernsthaft verletzt wurde. Wir mögen ihn so lieber. Naja. Das heißt, Christine... wie hieß der andere nochmal? Der zweite Kurier auf jeden Fall. Und den Obermods von Dead Money, ihr wisst schon. Ich vergesse ständig die Namen von denen, ne? Hauptsache Christine kann ich mir merken. Gut, Freunde, das war's auch schon für heute. Morgen geht es zu Dr. Klein. Ich bewege mich schon mal in langsamen Schritten dahin. Und dann sehen wir uns morgen bei Dr. Klein, dem letzten Gespräch, versprochen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.